Doch, da sind wir schon. Hier kennen wir uns ja aus. Hier waren wir doch schon mal. Was kann der jetzt machen? Du hast das Gefühl, schon mal ein solches Mosaik gesehen zu haben. Vielleicht in irgendeinem Science-Fiction-Film. Vielleicht auch in diesem Spiel. Das Einzige, was dir zu dem Mosaik einfällt, wäre, ihm einen Faustschlag zu versetzen. Aber das lässt du lieber. Na gut, das lassen wir mal lieber. Was gibt's hier? Die Treppen werden von einem Trümmerhaufen versperrt. Du versuchst, die Trümmer zu entfernen, um die Treppe freizulegen. Aber sie sind so zahlreich und so groß, dass du schnell aufgibst. Schade, aber hier ist das. Das kann ich doch nehmen. Du nimmst das Kabel, jawohl, ohne dich zu fragen, wer es dort liegen gelassen hat. Ich weiß wer. Und hier ist auch noch eine Eisenstange. Du nimmst die Eisenstange. Eine gute Waffe gegen diejenigen, die Henry gefangen halten. Diejenigen, die Henry gefangen genommen haben. Theoretisch müsste der ja hier drin sein schon, ne? Die Türen des Waggons sind verschlossen. Du setzt deine ganze Kraft ein, um die Türen mit brachialer Gewalt zu öffnen. Aber sie geben nicht nach. Wie kriegen wir die denn auf? Vielleicht mit dem gleichen Trick? Ich habe auch noch mehr Draht. Fackel. Fuck die Fackel. Das Mosaik. Das ging nicht, ne? Das geht auch nicht. Nachdem du der Tür vergeblich mehrere Schläge mit der Stange versetzt hast, entscheidest du dich, einen Hebel anzusetzen. Und? Dann kommt man noch rein. Hier auch Boris? Instinktiv hebst du die Eisenstange, um sie der Gestalt am Ende des Waggons über den Kopf zu ziehen. Aber als du gerade ausholst, merkst du, dass es sich nur um eine Schaufensterpuppe handelt. Cooper, du Hosenscheißer! Wieso hast du Johnson geschlagen, hä? Was hat er über deine Mutter gesagt? Wird seine Gründe gehabt haben. Eines Tages wirst du lernen, nachzudenken, statt Gewalt anzuwenden. Du tust mir leid, Cooper. Oh Mann. Gehen wir mal dahin. Wenn diese Puppe das Werk derer ist, die Henry festhalten, war das, was er dir gesagt hat, vielleicht doch kein Scherz? Die sind verrückt und haben Waffen, klar? Sei vorsichtig. In der rechten Tasche sind ein paar Patronen. Entschuldigung. Waren. Okay, jetzt habe ich Pistolenpatronen. Ich verstehe. Was ist mit dem Telefon? So ein Mantel würde dir gefallen. Aber aus schwarzem Leder. Oha. Du nimmst den Plastikhörer, der sich in der linken Tasche befindet. Dann werde ich damit nichts tun. Was fange ich jetzt an? Komme ich da? Komme ich nicht durch? Du könntest sie sicher aufbrechen. Aber auf der anderen Seite liegen so viele Trümmer, dass es nichts bringen würde. Natürlich nicht. Dann gehen wir mal weiter. Wir sind ja der Bully vom Dienst. Okay. Hier gibt es wahrscheinlich nichts zu sehen. Eine Kiste Spielzeug. Vielleicht hat Henry den Obdachlosen Spielzeug mitgebracht. Naja, wohl eher nicht. Der hat ihn doch gesehen, als der da reingegangen ist. Was ist denn das für ein Unsinn? Jemand hat Isolierband um das Kabel gewickelt. Du fragst dich nicht, wieso. Einen Moment lang denkst du daran, per Telefon Hilfe zu rufen, bevor du überhaupt bemerkst, dass das Tastenfeld kaputt ist. Tja. Der, mit dem, was man der kaputte was Ring eines Basketballkorbes. Ja, das weiß ich. Du springst wie zu einem Slam-Dunk, hängst dich an den Korb, der unter deinem Gewicht nachgibt und sich von der Säule löst. Oh. Ein Basketballkorb. Naja, du bist total davon. Was ist hier? Ach, guck mal, ich bin noch stark genug, das Ding. Die Trümmer blockieren die Tür. Mit auf. Einiger Anstrengung befreist du die Tür von den Trümmern und lächelst bei dem Gedanken, dass Henry sie nicht einen Zentimeter bewegen könnte. Ja, hast du wohl recht. Ein Vorhängeschloss hält die Tür verschlossen. Du spannst alle Muskeln an, um das Vorhängeschloss aufzubrechen. Aber du schaffst es nicht. Wir haben doch Draht, ne? Du steckst ein Ende in das Schlüsselloch.
aber so sehr du auch herumprobierst, es geht einfach nicht auf. Warum nicht? Mist. Nee. Wie immer ist dein erster Gedanke, brachiale Gewalt anzuwenden. Du willst gerade mit der Stange auf das Schloss einschlagen, als du dich an etwas erinnerst. Cooper! Weißt du nicht, was ein Keil ist? Bah! Nicht mal mit dem Größten der Welt könnte man dir das in den Kopf hämmern! Hosenscheißer! Woraufhin du die Stange zu einem Keil verbiegst und mit dem Schläger auf die Enden schlägst. Ja, das hat doch gut funktioniert. Okay, was ist hier drin? Eieieiei. Piepst und blinkt alles. Was ist das? Eine runde, womöglich tragende Stange aus Metall. Womöglich. Mit ein wenig Anlauf könntest du springen und dich an ihr festhalten. Aber was dann? Wie kommst du auf die andere Seite? Was ist denn auf der anderen Seite? Tote Ratte. Eine Ratte liegt an einer Lache, die nach Blut aussieht. Auch wenn dich der Geruch des Todes fasziniert, lässt du die Ratte liegen. Vor allem aus hygienischen Gründen. Nur deswegen. Ah, was ist das denn? In dem Revolvergurt steckt ein Revolver. Oha, den brauchen wir. Du willst diesen Revolver haben. Aber dazu musst du erst die Kluft überwinden. Okay. Was ist das? Eine schwere Eisentür. Dafür reicht deine telekinetische Kraft nicht aus. Doch, telekinetische Kraft. Die Eisentür. Eins der wenigen Rohre, die verschont geblieben sind, als das Dach einstürzte. Es ist zu weit weg. Kann ich das hier nicht benutzen? Du bindest eines der Kabelenden an den Basketballkorbring. Na, ob das halten würde? Du visierst es an und... Triff's. Na, das hat funktioniert. Du spürst ein seltsames Kitzeln, als du den Revolver an dich nimmst. Das hat doch mal geklappt. So, laden wir erstmal auf. Jetzt hast du einen geladenen Revolver. Vorsicht damit. Und wie komme ich hier zurück? Achso, ein bisschen mit dem... Du reißt die Tür ohne Probleme aus der Verankerung. Ja, die hat im Inventar natürlich. Die kann ich da bestimmt hier drüber legen. Ne? Dir fällt das Brett ein, das vor dem U-Bahn-Waggon lag und... Na, ob das die super Idee ist? Kann ich jetzt hier drüber laufen? Und Sprung. Das hat funktioniert. Ja, Gott sei Dank. Okay, ich habe jede Menge Crap, aber ich habe einen Revolver. Und was hier? So leer wie dein Magen. Warum musste Henry dich damit reinziehen? Es ist Zeit fürs Abendessen. Abendessen ist es schon. Okay. Hier oben kann ich gar nicht mehr gucken. Dann gehen wir mal hier hoch, ne? Ich habe ja jetzt einen Revolver dabei. So vorsichtig du kannst, steckst du den Kopf hindurch und... Ich habe meinen Geist von den diabolischen Täuschungen, denen er ausgesetzt war, gereinigt und einen Entschluss gefasst. Der Ketzer Henry White soll vor das göttliche Gericht gestellt werden und wird daher in den Brunnen der Wahrheit geworfen. Wenn die Ratten, diese dämonischen Wesen, die darin leben, Reste göttlicher Güte in der Seele von Henry White entdecken, werden sie sich gegen ihn erheben und ihre Krallen und Zähne in sein sterbliches Fleisch schlagen, bis er verblutet und stirbt. In diesem Fall können wir uns beglückwünschen, weil wir die Seele eines aufrichtigen Mannes in den Himmel geschickt haben. Aber wenn Henry White ein ebenso diabolisches Wesen ist wie Sie, werden Sie ihn verschonen. In diesem Fall werde ich selbst seine grauenhafte, abscheuliche, widerwärtige Seele mit einem Schuss in die Hölle schicken. Doch zuvor werde ich ihm etwas Zeit gewähren, damit er den Herrn um Verzeihung bittet
und sein Geist Frieden findet. Lasst uns in Ruhe für deine arme Seele beten, Henry White. Okay. Heißt, ich habe die Wahl zwischen sterben und sterben? Jetzt wieder Henry, nämlich nicht. Der ist auch creepy. Der Beweis, dass diese Obdachlosen total durchgeknallt sind. Hätte Henry nicht einen anderen Menschenschlag wählen können, um sich zu verwirklichen? Du könntest eine der Puppen als Schutzschild verwenden. Aber wahrscheinlich würden sie dich bemerken, bevor du sie erreichst. Das stimmt wohl. Irgendetwas an diesem Wahnsinnigen erinnert dich an jemanden. Er hat eine Pistole. Also kannst du dich ihm nicht nähern, um ihn niederzuschlagen. Du musst ihn überwältigen, bevor er dich sieht. Ja, kein Problem. Der Brunnen der Wahrheit ist eine rattenverseuchte Kloake, die Henrys Tod sein wird, wenn du nichts unternimmst. Dann gehen wir wieder. Ne? Also ich würde sagen, wir gehen jetzt und lassen es dann Julie vorbei. Du kannst nicht in diesen Abwasserkanal steigen. Oder doch? Gab es da nicht noch einen innerhalb der Station? Was? Der Typ, der Henry festhält, wird ihn in den Abwasserkanal schmeißen, sobald der andere ihm den Befehl dazu gibt. Du solltest den Typen, der Henry festhält, irgendwie bedrohen, sodass er ihn loslässt. Aber zuvor musst du den anderen Wahnsinnigen beseitigen. Ja, das würde ich auch so sehen. Nein. Ihr Seelen des Paradieses, seht nur, Henry White hat heiliges Blut. Ein Hosenscheißer, glaubst du, dass du ihm helfen kannst, Cooper? Was wirst du unternehmen, um deinen Freund zu retten? Machst du dir schon in die Hose oder handelst du endlich mal wie ein echter Mann? Na los, schieß, wenn du die Eier dafür hast. Schieß! Schieß! Nein! War das jetzt richtig oder nicht? What the fuck? Henry? Hier sind überhaupt keine Ratten. Die haben mich doch tatsächlich verarscht. Mich, Henry White. Was machen wir jetzt mit ihnen? Henry, was ist mit dir? Auf jeden Fall zünden wir sie nicht an. Dann sind die aber auch nicht, ne? Der Creepy ohne seine Brille. Wieso lebt der noch? Willkommen in der Heute-Zeit. Mr. White, Ihr 6 Uhr Termin ist da. John Yesterday. Danke, Laurie. Glückwunsch an deine Stylistin. Tolles Kleid. Das habe ich ausgesucht. Ah, dann danke ich der Personalabteilung, dass man dich eingestellt hat. Das haben Sie doch gemacht, Mr. White. Ach so, naja. Schick ihn bitte herein. Mr. White erwartet Sie schon, Mr. Yesterday. Danke. Sieh dir das an, John. Welch wunderschöner Sonnenuntergang. Solltest du im nächsten Leben ein reicher Unternehmer sein, dann gönne dir unbedingt ein Büro mit so einer Aussicht. Das ist das Einzige, für das sich das Ganze hier überhaupt lohnt. Ich weiß nicht einmal, was ich bisher gewesen bin, Mr. White. Henry. Nenn mich einfach nur Henry. Wie früher, okay? Okay. Ja.
Das ist Henry, der ist mittlerweile erwachsen, hat keine Zahnspange mehr und ist schweinereich. Und das ist John Yesterday. Das ist der eigentliche Titelheld. Und was es mit dem auf sich hat und was der hier mit dem zu schaffen hat, das gibt's dann in der nächsten Folge. Bis gleich.